Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute machen wir wieder einen kleinen Farm Guide und zwar zum Bambus-Segment, also zum Bambusholz. Das ist ein Material, das man braucht, um in der Kanne der Vergänglichkeit Dekorationen herzustellen. Bambus-Segmente, die leicht und viel stärker sind, als ihr bescheidenes Aussehen vermuten lässt. Sie verströmen einen leichten Duft, kann zum Herstellen von Dekoration verwendet werden. In der freien Natur zu finden und empfohlen auf der Bishui-Ebene zu finden. Ja, dieser Tipp ist leider nicht sehr gut, sage ich mal, weil die Bishui-Ebene ist quasi so ein übergeordnetes Gebiet, von denen es ja nicht so viele gibt. Also jede Region ist in wenige von diesen übergeordneten Gebieten eingeteilt. Und die Bishui-Ebene ist quasi der gesamte obere Teil hier von Liyue und sogar noch Teile vom Innere. Also es ist sogar das größte Gebiet, glaube ich, in Liyue. Deswegen ist diese Angabe relativ, ich will nicht sagen nutzlos, aber es ist nicht gerade sehr präzise. Also zum Beispiel in der Nähe des Shinse-Dorfes oder westlich des Wuwanghangs oder so wäre schon etwas präziser zumindest. Aber ich denke mal, die meisten Leute sind wahrscheinlich eh schon mal hier gewesen und das ist auch der einzige Ort, wo es Bambusholz gibt. Also hier auf der Karte diese Markierungen grenzen das Ganze ganz gut ein. Also es ist wirklich ein sehr kleines Gebiet von Bambus und es ist auch das einzige Gebiet auf der gesamten Karte in ganz Liyue, wo man Bambus finden kann. Ich habe jetzt auf der Karte hier, ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Bambusbaum markiert oder so, das wäre jetzt sowieso relativ übertrieben gewesen, sondern ich habe jetzt eigentlich nur die Route markiert, die man rauf und runter laufen kann, wie man lustig ist. Das Ganze startet schon hier vorne, das habe ich jetzt aber nur der Vollständigkeit halber noch mit reingenommen, weil hier geht es wirklich los und hier hinten beim Teleportationspunkt endet es dann. Ich würde aber tatsächlich nicht hier anfangen, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal, wie man überhaupt farmen sollte, also mein Tipp ist immer auf Nacht. Also das heißt, zwischen 18 und 6 Uhr sollte man das ganz am besten farmen, wobei das beim Bambus wahrscheinlich keinen so großen Unterschied machen dürfte. Warum nicht? Das seht ihr gleich. Mit Kea und Rosaria im Team. Rosaria dann auch als Holzfäller. Mit der Stangenwaffe greift sie sehr schnell an. Kea gibt der gesamten Truppe gibt dann 20% Ausdauerverbrauch, Verringerung und Rosaria sorgt dafür, dass die gesamte Truppe schneller wird. Kea's Effekt ist immer aktiv, Rosaria ist eben nur nachts, deswegen 18 und 6 Uhr. Warum ich jetzt auf der Karte eben nicht so präzise hier wirklich alles gemarkiert habe, wo man Bambus findet, ist schlicht und einfach der Grund, dass man sich mehr oder weniger aussuchen kann, wo man den Bambus farmen möchte und man gar nicht wissen muss, wo wirklich jeder einzelne und vor allem jeder letzte Baum steht, weil das gibt es ja zum Beispiel in Inazuma teilweise mit den Baumarten, dass es nur wenige Bäume gibt und die teilweise auch dann auch gar nicht so nah beieinander stehen. Beim Bambus ist aber das so ziemlich genau das Gegenteil. Das Gebiet ist zwar extrem klein, es gibt aber unzählige von diesen Bambusbäumen und das sieht man hier ganz gut. Ja. Und warum man da nicht so viele von denen kennen muss, also warum man nicht die Position von so vielen Bambusbäumen kennen muss, ist, weil nach jedem 11. Baum, den man sozusagen gefällt hat, also man kann sie ja nicht wirklich fällen, aber abgefarmt hat, resettet das Ganze quasi. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben anfange und dann 11 Bäume angreife, dann könnte ich den ersten Baum theoretisch wieder abfarmen, ohne mich auszuloggen. Es gibt ja noch diesen Auslog-Trick, also dieser Counter, dieses 11 Bäume, das zählt immer nur pro Spielsitzung. Das heißt, man könnte sich auch einfach abmelden und wieder anmelden, dann wären auch alle Bäume resettet. Lohnt sich natürlich nur dann, wenn es generell sehr wenige Bäume gibt und es sich nicht lohnt, zurück zum Anfang zu gehen. Hier ist es aber nicht nur so, dass es sich nicht nur nicht lohnt, zum Anfang zurückzugehen. Nein, man kann einfach, also vor allem dieser mittlere Teil hier ist dafür extrem gut geeignet. Man sucht sich einfach eine Seite aus, fängt an zu farmen, läuft einfach einmal bis zur anderen Seite durch, muss halt vielleicht hier links, also am besten läuft man auf der linken Seite und läuft dann einfach auf der rechten Seite zurück, weil hier so viele Bäume stehen, das sind weit mehr als 22 Bäume. Das heißt, die resetten schon, während man noch gar nicht fertig ist, einmal hin und her zu laufen. Das heißt, man hat ja quasi ein unlimitiertes Farmgebiet und kann, ich schätze mal, innerhalb von 3 Minuten kann man hier wahrscheinlich 200 Bambus farmen. Also das ist wirklich extrem.
Puh, das war jetzt mal eine kleine Demonstration. Das waren jetzt ziemlich genau 3 Minuten und ich habe es nicht ganz geschafft, 200 zu farmen. Ich habe auch mehrere Fehler gemacht, aber ich habe es schon zweimal probiert und mir sind beide Male die gleichen Fehler passiert. Zu oft angegriffen teilweise und dann auch zwei, drei, viermal auf die Bäume geklettert. Aber naja, ich meine, das ist ja kein Wettbewerb. Das Farmen, da kann man sich ja Zeit lassen. Sollte man sich auch nicht zu viel Druck machen, vor allem nicht beim Bambusholz. Also, ihr habt es ja gerade gesehen, man macht das mal 5 Minuten vielleicht und man hat, ja, also man kommt über 500 Holz wahrscheinlich innerhalb von kürzester Zeit, über 1000 Holz innerhalb von knapp über 10 Minuten. Also, das ist wirklich easy. Davon kann man sich tonnenweise farmen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Und das war es im Endeffekt auch schon über das Bambus-Segment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe jemandem damit weiterhelfen können und würde mich damit wie immer über ein Like und auch Kommentar von euch freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal im nächsten Genshin Impact Video. Macht's gut. Ciao, ciao.